So, da bin ich auch schon wieder. Ihren Part machen wir jetzt noch. Wir wollen ja noch zur Stadt. Sagenhaft. Zuerst greifen Captain Flints Banditen an, dann taucht Claptrap auf. Ich muss in einem früheren Leben kleine Hündchen gequält haben, dass ich so etwas verdient habe. Sag, Kammerjäger, könntest du Flints Männer für mich killen? Ja. Ich hätte da einen Vorschlag für dich, Kammerjäger. Du gibst auf und wir verpassen dir einen Kopfschuss. Schnell, sauber und weitaus weniger schmerzhaft als das, was Handsome Jack mit dir machen würde. Ich bin der am Ende übrig bleibt. Was ist los mit euch? Tötet den Skaklecker, damit wir unsere Belohnung kriegen. Versteht das nicht! Oh nein! Hol die Wagens! Mit mir kannst du es nicht aufnehmen! Ja! Ich bin derjenige! Dann stelle ich Claptraps Sehfähigkeit wieder her. Ich deaktiviere vorher noch den elektrischen Zaun für euch. Cool. Bleib bitte zurück, Kammerjäger. Lass Claptrap zuerst gehen. Ich wusste, Hammerlock würde es sich anders überlegen. Wir beide sind wie zwei Erbsen in einer Hülle. Zwei Kugeln in einem Magazin. Zwei Fahrkannibalen im Pudding. Verzeihung, aber wenn Claptrap spricht, meine ich, meine Gehirnzellen begehen alle einzeln Selbstmord. Ich komme gleich raus. Freut mich, dich kennenzulernen, Kammerjäger. Ich bin Sir Hammerlock. Hammerlock. Stets zu Diensten. Ich kam her, um die Bullimons für meinen Almanach zu erforschen, aber Captain Flints Männer setzten mich auf diesen Gletscher fest. Danke übrigens, dass du sie gekillt hast. Du hast also eine direkte Konfrontation mit Jack überlebt und Captain Flints Banditen besiegt? Unglaublich. Ich bin in der Sanctuary unterwegs und ich glaube, die Crimson Raiders könnten einen Helden wie dich gebrauchen. Jupp. Wenn du mir jetzt bitte das Roboterauge geben würdest? So, ich muss nur das hier mit dem hier verbinden und... Das war's auch schon. Ich lebe! Oh je, er spricht wieder. Untertan! Ich habe mein Augenlicht wieder! Und du bist weit hässlicher, als ich dich in Erinnerung hatte. Wird Zeit, dass wir uns mit den Crimson Raiders in Sanctuary zusammentun.
Auf diesem Gletscher hier hausen nur Trottel und Mörder, wie zum Beispiel dieser Hammerlock. Ich stehe direkt hier. Keule. Jetzt, wo Liarsburg sicher ist, kann ich ja den Hauptstrom wieder anschalten. In dieser Stadt gibt es unzählige Dinge, die einem draufgängerischen Killer wie dir nützlich sein könnten. Untertan! Vorwärts! Wie ich sehe, sucht unser furchtloser Anführer Jack nach dir. Charmanter Kerl, was? Erst faselt er was davon, dass er dem Grenzland Frieden bringen wolle, dann schießt er wie bekloppt auf unbewaffnete Männer. Nehmen wir mal hier oben, ich suche mir einen schönen Platz aus. Ach, ne, wir haben noch 10 Minuten. Ein bisschen umgucken hier. Ach, da vorne ist es, okay. Ah, Schnellreise, okay. Na los, funktionier schon. Exkremente nochmal. Das schwarze Brett ist kaputt. Der Widerstand muss es deaktiviert haben, bevor sie nach Sanctuary gingen. Ich wollte eigentlich ein paar Jobs für dich posten. Na, sprich stattdessen einfach mit mir. Okay. Dann tue ich wohl mit dir sprechen. Hallo, Söldner. Ich habe Geld und ich habe ein Problem. Welches? Hallo. Es gilt, Korbzeug abzuschießen. Und fürwahr, du bist der Richtige dafür. Das Rote Kreuz? Da ist ein Medium. Achso, ich bin ja schon wieder voll. Halb tot? Das kriege ich wieder hin. Okay, dann kann ich hier mich frei bewegen. Zack, hast du das Gefühl, du hast zu viele Kugeln, aber nicht genug Geld? Hm? Genau das ist mein Problem. Ich habe zu viele Kugeln, aber zu wenig Geld. Da ist ja wieder so ein Vieh. Kriegt er platt? Kriegt er platt. Oh, du bist aber widerstandsfähig. Und noch so eins. Sieg zu feiern, aber trotzdem gut gemacht. Hallo, es gilt Korbzeug abzuschießen und fürwahr, du bist der Richtige dafür. Nur noch Korbzeug abschießen.
Ah, da kann ich die Optik anpassen. Das sieht aber auch geil aus. Ich nehme den Helm. Spezialedition. Ach ne, das ist mir zu bunt. Das mag ich nicht. Da meine Skillpunkte zurücksetzen kann. Da unten. Hallo, Söldner. Ich habe Geld und ich habe ein Problem. Tag, hast du das Gefühl, du hast zu viele Kugeln, aber nicht genug Geld? Ja. Wieso kann ich mir jetzt hier nicht annehmen? Hallo, es gilt, Korbzeug abzuschießen. Und fürwahr, du bist der Richtige dafür. Okay, Korbzeug abschießen. Schieße wieder her und schieße wieder Kropfzeug ab. So, da ist ein Viereck. Wieso kam ich hier nicht weiter? Ich soll endlich abschießen. Wie viel kann man überhaupt? 13 Minuten zocke ich schon. Okay. Dann würde ich sagen, dann mache ich hier jetzt auch erstmal einen Cut. Jetzt haben wir erstmal eine schöne Stelle. Ja, dann wieder die Brücke. Das sah eigentlich ganz gut aus. Schön Gletscher und so. Also die Story ist so, wie ich es jetzt mitgekriegt habe. Ja. So an sich schon ganz cool. Ich weiß es nicht. Ich finde die Kommentare geil. Ich kann auch beim Spielen von Borderlands ganz schlecht reden, weil ich da denn sehr konzentriert bin und aufpasse, was da gesagt wird. Und ich bin irgendwie voll drinne. Das macht echt Spaß. Aber auch hier gilt wieder das, was ich im Pre-Order gesagt habe, oder Pre-Sale gesagt, im ersten Video gesagt, also in dem zu dem ersten Spielteil gesagt habe. Alleine ist zwar toll, aber in der Gruppe oder im Team macht es wesentlich mehr Spaß. Wie gesagt, ich habe ja Borderlands 1 habe ich hier gespielt im Team. Das war geil. Borderlands 2 ist jetzt meine erste Erfahrung mit. Das werde ich dann mal gucken, wer das hat, wer das mit mir spielen will. Ihr könnt euch gerne melden, habe ich kein Problem mit. Dann können wir mal so eine schöne Session machen. Ich habe auch ab Ende des Monats meine bessere Leitung, kann ich auch streamen. Da kann man alles mal machen.
Ich empfehle euch definitiv, spielt zuerst die erste, also diese Pre-Sale und dann Borderlands 2, dass ihr die Hintergrund-Story als erstes spielt. Man muss es nicht. Aber ich finde es halt schöner. Ich denke mal, der eine oder andere auch, wenn er erst die Hintergrundstory und dann die eigentliche Story spielt, ist wesentlich angenehmer. Die Charaktere sind hier natürlich ein paar andere als in der Hintergrundstory. Die Steuerung, wie gesagt, funktioniert jetzt, wo ich mein Setting gefunden habe, recht gut. Wie gesagt, ich muss um die Hälfte runtergehen und dann ist das auch mit ein bisschen Widerstand, weil der Anfang ist mir definitiv zu leicht zu steuern. Aber es ist ein sehr schönes Spiel. Die Grafik sieht gut aus. Ich mag diesen Zeichenlook, ich mag die Kommentare. Der Roboter hier, der ist natürlich jetzt mal wieder so ein Gimmick, wo der die ganze Zeit irgendwelchen Scheiß labert. Ich find's geil. Ich weiß nur nicht, ob es auf Dauer mit dem Roboter lustig wird, wenn er da immer so einen Scheiß labert. Ich glaube, irgendwann wiederholt sich's oder wird dann langweilig. Aber das ist nur eine Vermutung. Für die Leute, die jetzt Borderlands 2 schon mal gespielt haben, bitte postet mal drunter, ob es weiter so geht und ob der Roboter vielleicht euch irgendwann mal langweilig geworden ist. Das würde mich jetzt interessieren. Wie gesagt, wer mitzocken will, einfach melden. Ich habe ja auch nicht allzu viel Zeit, abends kann ich aber meistens. Dann kann man da mal eine schöne Multiplayer-Session machen, ohne Probleme. Ich verabschiede mich jetzt erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.